Luka Doncic ist ein einmaliger Basketballspieler, einer mit dem Potenzial, einer der größten aller Zeiten zu werden, einer der besten, den dieser Sport je hervorgebracht hat. Mit gerade einmal 22 Jahren gibt es heute schon nur noch einen besseren Spieler auf der ganzen Welt in meinen Augen und lange wird das auch nicht mehr so sein, da bin ich mir relativ sicher. Doncic führte seine Dallas Mavericks in letzter Saison bis in die Western Conference Finals, in den beiden Jahren davor dominierte er in den Serien gegen die LA Clippers und momentan ist er wieder auf einer Mission, und zwar den EM-Titel mit der slowenischen Nationalmannschaft zu verteidigen. Luka und seine Kollegen holten mit 4 Siegen aus 5 Spielen den Gruppensieg in der Hammergruppe B und das haben sie vor allem ihrem Superstar zu verdanken. Doncic verprügelte die Deutschen in ihrem Spiel um den Gruppensieg und legte 38 Punkte auf, einen Tag später toppte diese Leistung aber nochmal und erzielte unfassbare 47 Punkte gegen Frankreich. 47 Punkte, so etwas gab es in den letzten 65 Jahren nicht mehr und nur einmal überhaupt konnte ein Spieler jemals mehr Punkte bei einem Europameisterschaftsspiel machen. Luka ist der mit Abstand beste Spieler der Euro bisher gewesen und er bestätigt in meinen Augen, was ich schon länger sage, Doncic ist der beste Offensivspieler auf dem Planeten. Und das ist keine Overreaction nach 5 Gruppenspielen bei einer Europameisterschaft, wie gesagt, ich sehe das schon länger so. Diese 5 Spiele bestätigen aber mal wieder, dass niemand Doncic stoppen kann, kein Verteidiger auf der Welt, kein System auf der Welt und es ist egal, ob er das beim NBA-Parkett oder einem in Europa macht, es spielt einfach keine Rolle. Und genau darum soll es heute mal gehen. Wie spielte Doncic denn bisher in der Vorrunde? Was macht ihn so stark? Warum kann ihn niemand aufhalten? Und wie haben es Defenses, speziell die der Deutschen, die der Franzosen, denn eigentlich überhaupt versucht? Aber zuerst zu den Statistiken. Doncic legt bisher bei dieser EM im Schnitt 27 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists pro Spiel auf, trifft zu 29% seiner Dreier und 70% an der Freiwurflinie, allerdings irre 74% aus dem 2-Punkte-Bereich, nicht aus der Restricted Area oder Zone, sondern dem kompletten Bereich innerhalb der Dreierlinie. Einfach irre Zahl, wenn man bedenkt, dass die Spiele nur 40 Minuten gehen jeweils, aber das ist eben Luka. Lasst uns doch gleich einmal mit dem Frankreich-Game starten, diesem jetzt schon Instant-Classic-Luka Doncic-Game gegen eine Truppe, die vor dem Turnier von vielen als einer der Top-Favoriten gehandelt wurde. 27 Punkte machte er allein in der ersten Hälfte, er traf einen Wurf nach dem anderen, mit dabei auch dieser absurde hier und es war nicht einmal verwunderlich, dass dieser den Weg ins Ziel fand. Die Franzosen versuchten es zu Beginn mit einer Drop-Coverage, Spoiler-Alarm, gegen jemanden wie Doncic ist es einfach nicht die allerbeste Idee, ich meine, wenn du ihm so viel Platz gibst, dann darfst du dich über so ein Resultat eben auch nicht wundern. Also entschied man sich, in den Non-Gobert-Minuten, in denen man entsprechend kleiner spielt, die Doncic-Ballscreens einfach zu switchen, prinzipiell keine schlechte Idee, hier muss dann aber auch einfach die Hilfe kommen beim Drive. Aber wie gesagt, alles keine schlechte Idee und das ist alles auch gar nicht mal so schlecht verteidigt. Ich finde, da hatte Frankreich einfach Pech, dass Doncic ausgerechnet in diesem Spiel angefangen hat, seine Dreier zu treffen. Am Ende stand er bei 6 aus 11. Läuft Luka einmal so heiß, dann kannst du da in meinen Augen auch nicht mehr wirklich viel gegen machen, außer du fängst an ihn zu doppeln und versuchst den Ball super aggressiv aus seinen Händen zu bekommen im Halbfeld, aber in der Regel rechnet sich das langfristig mathematisch einfach überhaupt nicht. Also ging Luka in eine ISO nach der anderen, immer wieder mit dem gleichen Resultat. Gobert kam dann im Verlaufe des zweiten Viertels wieder rein, also zurück zur Drop-Defense, diesmal allerdings etwas höher als noch im ersten Viertel, aber man sieht, dass man Doncic gar nicht als Tempo aufnehmen lassen darf. Also musste der dreimalige Defense Player of the Year höher agieren in Ballscreen-Situationen, das klappt hier gut und so ein Wurf auch noch als Buzzerbeater bricht dich dann natürlich komplett. Das war wie gesagt in vielen Szenen gar nicht mal so übel gemacht von Frankreich, teilweise sogar besser als die Deutschen gemacht haben, dazu aber gleich noch mehr, das sind dann aber halt einfach Zirkuswürfe gewesen vom slowenischen Jahrhundertspieler. Auch nicht schlecht gemacht hier, Gobert steht höher, man verlangsamt Luka, die Hilfe aus der Weakside muss auch gar nicht mal wirklich so weit reinkommen und mit so einem Wurf musst du dein Leben und der fällt dir auch nicht. Auch im nächsten Angriff wieder nicht schlecht gemacht, die Mitte ist zu, man lässt ihn weder zum Korb noch in die Floater-Range, wie gesagt, solche Würfe berechne ich dann einfach als Verteidigung. Es klingt zwar komisch, aber ich fand Frankreichs Gameplan gar nicht mal so übel, auch das wieder ein Wurf, mit dem man leben muss, man kann einfach auch nicht alles wegnehmen. Also mussten sich die Slowenen ein paar Adjustments einfallen lassen und eines davon war das gute alte Spain-Pick-and-Roll, schaut mal hier, wie Gobert gegen sich nach dem Boost nur noch einen Backscreen gestellt bekommen, Frankreich wird überrascht und Doncic scored plus Foul. Ein weiteres Adjustment waren sogenannte Double Drags, also zwei Ballscreens zueinander früh im Angriff, dieser Skip Pass ist dann einfach überragend. Also, ich finde die Franzosen haben defensiv eine Menge richtig gemacht, aber wenn du auf einen Spieler mit dieser Qualität triffst, dann spielt das an manchen Abenden einfach keine Rolle und das war leider so ein Abend für Frankreich.
Aber schauen wir uns doch mal an, was die Deutschen einen Abend davor so versucht haben und warum ich das ehrlich gesagt weniger überzeugend fand. Klar waren da auch wieder einige Zirkuswürfe mit dabei, die man ihm einfach nicht wegnehmen kann, aber mein Hauptproblem war schlicht und ergreifend, dass Doncic einformuliert machen konnte, was er wollte, er kam bequem in seine Spots und Deutschland reagierte nur. Und ich erwarte da, speziell jetzt in so einer Gruppenphase, wo du maximal einen Tag Pause hast zwischen den Spielen, keine überkomplexen Taktiken und Defensiv-Coverages, aber das war schon sehr durchschaubar und einfach zu schlagen für die Slowenen. Man erkannte früh, dass die Drop-Defense nicht so viel bringt, also versuchte man es häufiger mit Switches und 1 gegen 1 Duellen, aber das sind halt alles Mismatches für Luka und er kommt dementsprechend zum Korb, wann immer er möchte, und Deutschland schien das nicht so wirklich zu stören, warum auch immer. Schaut euch mal in dieser Szene all diesen freien Platz hier an, auf den ich mal kurz ranzoome, ist doch glasklar, dass Doncic diesen Bereich auch sieht und entsprechend auch dorthin will. Du darfst Luka gar nicht erst in die Zone lassen, klar sind es dort dann ein paar deutsche Spieler um ihn herum, aber dann ist es halt schon zu spät, gerade wenn wir kleiner unterwegs sind und es an Rim Protection und Shotblocking mangelt. Hier wieder der Switch und Wagner macht so eine Art Pre-Rotating und bringt sich in Position, allerdings eher alibimäßig und es hat null Effekt auf Lukas Aktion am Korb dann. Und man ändert daran auch nichts im Spielverlauf, wieder gebt euch all diesen unendlichen Platz hier für den Drive und das obwohl das Parkett noch deutlich kleiner ist als jene in der NBA. Deutschland lebte mit 1 gegen 1 Aktionen, man lebte damit, dass Luka alles alleine machte, man versuchte nichts anderes und man bekam ein ums andere Mal die Quittung dafür, hier wieder, wo ist eigentlich die Help Defense? Oder hier genau das gleiche, Theis ist vollkommen sich alleine gestellt, was soll er da denn anderes machen als zu faulen? Oder hier, der zweite Defender kommt erst, wenn Doncic schon in der Restricted Area ist, viel Spaß, da noch etwas gegen ihn auszurichten. Ich will die deutsche Mannschaft jetzt auch nicht unnötig schlecht reden und das auch noch bei ihrer einzigen Niederlage, denn ansonsten hat man ja alle anderen vier Gruppenspiele super gewonnen. Es kommt auch vor dem Achtelfinale noch eine Analyse über das deutsche Team und wie und warum sie bisher alle Erwartungen übertroffen haben, aber gegen Luka und Slowenien hat man sich einfach defensiv ein paar Eigentore geschossen. So zum Beispiel auch, dass man Schröder im vierten Viertel von vornherein an Luka dran hatte, was sofort und immer wieder bestraft wurde. Ich mag Dennis Defense bisher und sowieso auch generell in der NBA, aber dass er gegen Luka alleine körperlich chancenlos ist, das dürfte ja eigentlich eben klar sein. Also ging dieser immer wieder in den Post rein, eine weitere Stärke und mittlerweile auch echte Waffe von Doncic, und er wusste ja eh, dass die deutsche Help Defense nicht existent war an diesem Abend. Also trug er sein Team zum Sieg und dominierte problemlos die Partie offensiv, während Deutschland den Gruppensieg verspielte. Und nicht nur die letzten beiden Gruppenspiele waren ein Doncic-Spektakel, alle fünf sind bisher allesamt echte Luka-Festspiele gewesen. Er lässt die wildesten Würfe einfach aussehen und bringt euch immer wieder die Crowd zum Staunen. Er verwandelt Heatcheck-Logo-Dreier, bei diesem hier war ich in der Arena und man wusste einfach vorher, dass dieses Ding reingehen wird. Doncic vernascht mit überragenden Moves und sauberer Fußarbeit hoffentlich überforderte Gegenspieler in 1 gegen 1 Duellen. Er spielt lächerliche Pässe und bedient immer wieder punktgenau seine slowenischen Teamkameraden. Und er sorgte für ein Highlight nach dem anderen, hier tunnelt er den Defender im Fastbreak und spielt dann den No-Look Alley-Oop. Also, Luka Doncic zeigt bisher, dass er der beste offensive Spieler bei dieser EM ist und in meinen Augen ist er halt auch der beste in der gesamten NBA. In dieser Form kann er Slowenien zum erneuten Titel tragen und ich bin gespannt, wie weit es für ihn und sein Team am Ende gehen wird. Schreibt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr findet, dass es noch einen besseren offensiven Spieler auf der Welt gibt. Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Ich habe euch mal zwei weitere Analysen von mir in meine Endcard gepackt, checkt die gerne noch aus, solltet ihr sie noch nicht gesehen haben. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.